Jo, Sonntag ist Podcast. Heute möchte ich mit euch mal wieder diskutieren, unter anderem Beef zwischen Berlin und Südtirol. Zwei große deutsche Rockbands geben sich Saures. Was ist meine Meinung dazu und wie würde ich darüber denken, wenn ich Fan von beiden Bands wäre? Ein Rapper tritt bei einem Live-Konzert einen Fan von der Bühne. Was haltet ihr davon? Was ist meine Meinung dazu und was wäre, wenn das im Deutschrock passieren würde? Anschließend noch einen kurzen Erfahrungsbericht oder Statusbericht, wie es mit dem Album ausschaut, mit dem Musikvideo. Ich bin dran, aber krieg gerade nichts fertig. Ja, eine größere Berliner Deutschrockband haut dann einen Post raus gegen den Sänger einer Südtiroler Deutschrockband. Ihr kommt mit Sicherheit drauf, wenn ich meine, und beschimpft ihn irgendwie mit dumme Sau oder dummes Schwein und sagen, wenn du nochmal Scheiße laberst, dann gibt's was für den Hals. Was haltet ihr davon? Ja, wie sehe ich das Ganze? Ich glaube irgendwie, dass die Bandagen härter werden im Deutschrock. Das gab es jetzt früher so in der Form noch nicht. Jetzt geht's mal richtig ab. Ja, wäre halt interessant, was er erzählt hat und so. Das haben sie jetzt öffentlich nicht gesagt, aber ob das jetzt in Facebook gehört, das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist auch wieder so, wir sind halt alles nur Menschen und haben Emotionen. Und ab und zu geht halt mal der Gaul durch und man schreibt was, was vielleicht etwas unüberlegt ist. Aber ich finde, das macht einen auch wieder so ein Stück weit authentisch. Wenn man nicht alles immer hinterm Berg behält und so, sich so diplomatisch verhält, dann schließlich macht man ja Deutschrockmusik. Das ist das eine. Das andere ist, rein musikalisch sind beide Bands eigentlich gut. Wie würde ich darüber denken, wenn ich Fan wäre? Also mir wäre das im Endeffekt wurscht, was die miteinander haben. Mir würde es um die Musik gehen. Und was die untereinander zum Klären haben, ja, wäre mir mehr oder weniger egal. Ich habe natürlich ein paar Kommentare durchgelesen von so anderen Benutzern. Da kann man teilweise echt mit dem Kopf schütteln. Da schreiben die, ich war euer größter Fan. Und seitdem ihr jetzt den Post rausgehauen habt, habe ich euch gleich entliked und bin kein Fan mehr. Kauf keine CD mehr, gehe nicht mehr aufs Konzert. Das ist natürlich völlig lächerlich wegen einem so einem Post. Ja, wer ist meiner Ansicht nach schuld? Also man weiß ja nicht, was der erzählt hat. Ich glaube halt auch nicht, dass die Band das komplett grundlos schreibt. Ich schätze halt mal, ja, dass halt beide irgendwo schuld sind. Also dass nie einer alleine schuld ist, dass man das so nicht sehen kann. Aber dass das auch gar nicht so schlimm ist. Ich finde, dann kommt da mal wieder ein bisschen Wind rein. Ja, während das noch alles Kindergarten ist, in der Stufe krasser geht es im Hip-Hop-Bereich zu. Da könnt ihr mal eingeben auf YouTube. Tritt Fan von der Bühne. Da war irgend so ein Fan, der wo bei so einem Hip-Hop-Battle mit auf der Bühne war. Und der wollte ihm irgendwie die Sonnenbrille wegnehmen. Und dann tritt er gleich voll zu und haut ihm in die Fresse. Das ist schon mal eine Spur krasser. Ja, was halte ich davon? Einerseits war es am Anfang schon mal ganz unterhaltsam, aber wenn man dann richtig überlegt, ist das natürlich völlig überzogen. Also ja, ich meine, wenn dann jemand jetzt irgendwie anpackt und so, mag das schon berechtigt sein, dass man dem dann eine aufs Maul haut. Aber in dem Fall, nachdem er den ja auch auf die Bühne geholt hat und der nur die Sonnenbrille da irgendwie nehmen wollte, war das natürlich völlig überzogen und hätte man bestimmt auch anders klären können. Ja, mich würde interessieren, was denkst du darüber? Was ist deine Meinung? Schreib's gern drunter. Und dann schauen wir mal weiter. Yo, was geht bei mir ab? Und zwar, wir haben jetzt ein Musikvideo gedreht. Der Hetzer, die Lüge, deine Waffe. Du wetzt dein Messer für deine Racke. Die ganzen Sachen sind jetzt soweit im Kasten. Fehlen noch ein paar Szenen, die will ich noch nachdrehen. Noch ein paar so Story-Szenen. Und dann hoffe ich, dass das innerhalb, sag ich jetzt mal, von einem Monat oder so dann rauskommen kann. Und da geht es dann schon um den Song vom neuen Album. Das neue Album ist auch soweit fertig rein musikalisch, aber ich bin halt immer noch so ein bisschen am Korrigieren. Bin halt da vielleicht so ein bisschen so ein Erbsenzähler, weil ich möchte alles relativ genau haben. Bestimmte Sachen nochmal aufnehmen, ihr kennt das ja alles. Und dann, ich schätze jetzt mal, dass wir das dann nach dem Sommer releasen. Weil wir haben ja dann irgendwie dieses Sommerloch, da macht es keinen Sinn eine CD rauszubringen. Und dann nach den Sommerferien, das ist glaube ich dann der beste Zeitpunkt, wo dann auch alle wieder da sind, wo man dann nochmal richtig Werbung machen kann. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Ja, das war's soweit von mir. Du kennst ja die übliche Prozedur. Gib mir ein Like auf Facebook, in YouTube abonnieren, ganz wichtig. Ja, bei uns im Newsletter eintragen. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Ich wünsche euch was, einen guten Start in die nächste Woche und bis dann. Ciao.